Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch heute aus Frankfurt, denn ich darf euch eine richtig schöne Neuheit präsentieren. Ihr könnt es euch ja vielleicht schon denken, es geht hierbei um Alfa Romeo. Und Alfa Romeo hat ja schon ein richtig schönes SUV mit dem Stelvio und der Stelvio bekommt jetzt einen kompakten kleinen Bruder. Die Studie und die Bilder dazu gibt es schon seit 2019 zu sehen und jetzt ist es endlich soweit. Ich darf euch heute den neuen Alfa Romeo Tonale vorstellen. Mit dem Tonale wagt Alfa Romeo auch so einen kleinen Wandel in der Markenhistorie, denn im Tonale wird jetzt zum ersten Mal elektrifiziert. Was der Tonale alles so drauf hat, finden wir in diesem Video ganz genau raus und falls du danach Lust hast auf deinen Traumitaliener, dann schau doch unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nulleasing.com vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Tonale und mir. Ja, hier steht er nun also, der neue Alfa Romeo Tonale. Und wie ich es gerade eben schon angeteasert habe, wagt Alfa Romeo hier jetzt zum ersten Mal die Elektrifizierung und das direkt mit verschiedenen Antriebssträngen. Den Tonale wird es nämlich als Hybrid-Variante geben, es wird ihn als Plug-in-Variante geben und weiterhin beziehungsweise auch als klassischen Diesel. Die Hybrid-Variante, die gibt es dann wahlweise mit 130 oder 160 PS, mit einem Turbolader, 48 Volt Bordnetz und einer ganz kleinen rein elektrischen Reichweite, die dann zum Beispiel für das Anfahren oder zum Parken absolut ausreichend ist. Ja, obendrauf kommt dann noch die Plug-in-Variante, die wird allerdings erst so etwa in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Und die Plug-in-Variante, die wird dann 275 PS haben und eine rein elektrische Reichweite von 60 bis 80 Kilometer, je nachdem, wie man fährt und wo man unterwegs ist. Dazu kommt dann, dass die leistungsstarke Variante mit den 275 PS auch einen richtig schönen Sprintwert hat mit 6,2 Sekunden und etwa 500 Newtonmeter. Ja, und wer sagt, er möchte keinen elektrifizierten Antrieb, auch für den wird was dabei sein, denn es gibt weiterhin einen klassischen Diesel, auch mit 130 PS und ich denke, so ist dann beim Antrieb auf jeden Fall für jeden was dabei. Ja, wir kommen zum Design, denn ich finde das Design hier von dem neuen Tonale wirklich unverwechselbar schön und wir haben weiterhin die klassischen Alfa Romeo Gene hier mit dabei. Heißt, wir haben hier halt wirklich ein sehr sportlich angehauchtes Fahrzeug. Auf den ersten Blick erkennt man natürlich ganz klar das Alfa Romeo typische Gesicht, sprich das Trilobo-Gesicht hier inklusive dem schönen schildförmigen Kühlergrill und den Lufteinlässen. Also insgesamt steht er wirklich sehr, sehr sportlich da. Und was ich auch wahnsinnig schick hier vorne finde, ist, dass man das Alfa Romeo Zeichen einfach hier noch in die Motorhaube mit einer Rundung integriert hat. Was ich auch schön finde, ist, dass wir hier jetzt das Schwarzpaket mit dabei haben, aber man bekommt auch alle Details, die ihr gerade in Schwarz seht, in Chrom. Das kommt natürlich dann ganz auf die Ausstattungsvariante an. Bei uns steht er hier jetzt als Veloce. Ja, wir kommen zum absoluten Highlight hier an der Front, wie ich finde, denn das sind die flachen adaptiven LED-Scheinwerfer. Die sehen nicht nur wahnsinnig gut aus, sondern haben auch ein richtig schönes System dahinter. Denn wir haben hier drei kleine Module, die leuchten auch nacheinander auf, sobald man das Fahrzeug anmacht. Sie haben eine wahnsinnig schöne Grafik, ein dynamisches Blinklicht und auch ein Tagfahrlicht. Das heißt, diese Lichter hier vorne sehen nicht nur wahnsinnig stark aus, sondern machen halt eben das Fahrzeug auch noch ungemein sicher. Ja, wie gesagt, schwarze Elemente mit der angedeuteten Frontlippe hier unten habe ich schon erwähnt und den Lufteinlässen, das sieht einfach schon wirklich sehr, sehr sportlich aus. Wenn wir jetzt weiter an die Seite gehen, sehen wir auch hier wieder die typischen Alpha-Gene, denn es gibt auch hier wieder das Felgendesign in dem typischen Fünfloch-Design.
Und man kann dann die Größe zwischen 17 und 20 Zoll wählen. Dazu kommt, dass man dann auch die Bremssättel hier wieder in Rot ordern kann. Und ich finde auch das immer wahnsinnig schön, vor allem wenn man hier halt eine sehr sportliche Historie hinter dem Fahrzeug hat. Auch neu sind dann die schwarzen Elemente an den Radhäusern. Ich finde, die untermalen dann nochmal so ein bisschen die Bulligkeit vom Fahrzeug. Auch das gefällt mir richtig gut, dass man diese Elemente eben lackiert hat. Ja, hier seitlich, eben steht es nochmal drauf, Veloce für die Ausstattungsvariante. Und dann kommen wir auch schon zu den Außenspiegeln. Die Außenspiegel, die sind schön schwarz lackiert, auch wieder passend vorne zu der Trilobo-Front. Und hier gibt es dann auch wieder so ein richtig schönes kleines Detail, nämlich hier wieder die italienischen Flaggen, damit man halt eben den Ursprung vom Fahrzeug gut erkennt. An der Seite gibt es dann noch angedeutete Seitenschweller, auch die finde ich wahnsinnig schön und unterstützen nochmal die Sportlichkeit hier von unserem Tonale. Ein kleines Detail habe ich hier vorne an der Front vergessen, denn das zeigt dann hinterher auch so ein bisschen die Ausstattung. Wir haben hier vorne in den Lichtern nochmal ein kleines Kleeblatt mit dabei. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht sehen, aber es ist ein kleines Kleeblatt. Warum ist das so interessant? Denn man spekuliert vielleicht schon, dass es eine noch stärkere Variante gibt. Also ich glaube, wir dürfen gespannt sein, welche Antriebsstränge hier noch für den Tonale kommen, beziehungsweise welche Leistungsstärken. Damit wir uns jetzt die wirklich volle Sportlichkeit hier von der Karosserie einmal anschauen können, schauen wir uns jetzt noch gemeinsam das Heck an. Am Heck angekommen möchte ich euch natürlich auch noch die Außenmaße hier von dem kompakten SUV verraten, denn die sind wirklich übersichtlich, obwohl er vom Design her sehr bullig dasteht. In der Länge liegen wir hier bei 4,53 Meter, in der Breite liegen wir hier bei 1,86 Meter und in der Höhe bei 1,60 Meter. Der Radstand, der liegt hier bei 2,64 Meter. Ja, also insgesamt wirklich überschaubar, aber dennoch finde ich, dass er wirklich sehr bullig dasteht. Es kommt dann natürlich auch hier hinten nochmal verstärkt dadurch, dass wir hier die LED-Leuchte einmal über die komplette Breite vom Heck durchgezogen haben. Das heißt, wir haben hier hinten das gleiche Lichtdesign wie an den vorderen Leuchten, nur mit dem Unterschied, dass dann halt noch zusätzlich ein Lichtband durchgezogen wurde, das dann einmal kurz unterbrochen wurde, hier durch das Alfa Romeo-Emblem. Aber ich finde hier die Heckansicht wirklich unverwechselbar durch diese Lichtsignatur. Und auch hier hat man natürlich dann wieder das dynamische Blinklicht. Hier schön zentral in der Mitte steht dann auch nochmal Tonale drauf, damit wir halt auch auf den ersten Blick erkennen, um welches Fahrzeug es sich hier handelt. Und hier unten gibt es dann ein weiteres schwarzes Element, auch hier wieder schön passend zu der Front mit dem schwarzen Paket. Ja, im Kofferraum, da gibt es auch natürlich ein bisschen Gepäckraumvolumen, sogar ein ziemlich gutes Volumen hier für das kompakte SUV. Um genau zu sein, sind es 500 bis 1000 Liter. Wir möchten auch mal den Kofferraum einmal öffnen. Und ich muss sagen, im Kofferraum ist auch alles vorhanden, was man sich so wünscht. Wir haben am mittleren Sitz noch eine Durchreiche. Heißt, Ski und so sind auch absolut kein Problem. Eine 12-Volt Steckdose gibt es hier hinten auch. Es gibt nochmal einen kleinen Unterboden, es gibt Verzehrösen und auch eine kleine Beleuchtung. Also eigentlich alles da, was man sich so wünscht. Und elektrisch verschließen lässt er sich auch. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt einmal noch einen kleinen Blick in den Innenraum. Im Innenraum angekommen, muss ich erstmal sagen, dass ich es wahnsinnig schön finde, dass Alfa Romeo nicht nur im Exterieur sich treu geblieben ist, sondern sich auch im Interieur treu geblieben ist. Denn eigentlich ist alles hier auf den Fahrer ausgerichtet, also sehr fahrerorientiert und auch das passt ja dann wieder zur Rennhistorie von Alfa Romeo. Wir beginnen einmal mit den Sitzen. Denn wir haben hier wirklich sehr schöne Sitze, die eine gute Kombination aus Halt und Komfort geben.
Sie sind auch echt schön perforiert mit Alcantara-Leder und Glattleder. Und die Perforierung, die ist dann noch mit rotem Stoff hinterlegt. Das heißt, hier blitzt einfach die Perforierung nochmal schöner raus. Und das in Kombination mit den Kontrastnähten in Rot und dann den Alfa Romeo Emblems an den Kopfstützen wirkt es schon wahnsinnig edel, muss ich sagen. Ja, wir gehen hier direkt an die Mittelkonsole über. Auch hier haben wir wieder die Kontrastnähte mit Rot und Leder mit dabei. Und darunter befindet sich natürlich so ein bisschen Stauraum, sogar ziemlich viel. Hier da vorne, da gibt es dann zwei Cupholder. Das ist übrigens der Schlüssel zum Fahrzeug. Ich drehe noch einmal, damit ihr beide Seiten sehen könnt. Also auch hier wieder richtig schön schick gemacht, wie ich finde. Ja, und wir kommen dann auch schon direkt zum Gangwahlhebel. Man kann den Tonale wahlweise als 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wählen oder als 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Kommt so ein bisschen auf den Antrieb an, ob man sich für den Hybrid entscheidet oder für den Plug-in-Hybriden. Ja, hier vorne gibt es dann auch noch mal ein kleines süßes Detail, auch hier wieder mit einer italienischen Flagge. Es gibt einen Parkassistent, es gibt Parktronic, es gibt eine elektronische Feststellbremse und was ich persönlich auch immer echt stark finde, ist, dass es trotz der Digitalisierung hier drin weiterhin klassische Knöpfe oder Drehregler gibt und das verhält sich hier mit dem Laut- und Leiser-Knopf bzw. mit dem Volumenknopf der Soundanlage wirklich richtig gut. Finde ich, wenn man gerade auf der Autobahn unterwegs ist, immer sinnvoll, wenn man die Lautstärke schnell mit einem Griff einstellen kann. Ja, genauso verhält sich dann hier das auch mit dem klassischen DNA-Drehregler. Auch der ist geblieben, Alfa Romeo typisch und auch hier finde ich es einfach schön, dass man den sehr zentral angeordnet hat. Da vorne in der Mitte, da gibt es dann auch noch eine induktive Ladefläche, eine 12-Volt-Steckdose, USB-A und USB-C. Also die perfekte Lösung für alle iPhone-Junkies unter euch. Man kann hier wirklich jedes Smartphone aufladen. Darüber dann die Klimaanlage. Auch hier finde ich es schön, dass man das klassisch gelöst hat mit Schnellzugriffen. Und dann gibt es natürlich hier oben noch das Infotainment mit 10,25 Zoll. Auch das wirklich sehr, sehr easy zu bedienen, wenn man sich kurz damit befasst hat. Es gibt eigentlich alles da, alles, was man sich so wünscht. Wir haben eine gute Konnektivität mit Apple und Android-Handy. Es gibt ein Navigationssystem und natürlich ganz viele andere Möglichkeiten und man kann auch den Leistungsfluss einsehen und es gibt sogar einen Kräftemesser. Was ich auch schön finde, ist, wie das Infotainment-Display hier integriert worden ist, denn wir haben dann am Cockpit nochmal hier so eine Oberfläche und diese Oberfläche, das kann man jetzt aktuell gerade nicht sehen wegen den Lichtbedingungen, aber die ist indirekt beleuchtet. Schimmert wahnsinnig schön rot und untermalt auch dann hier wieder die Sportlichkeit von Alfa Romeo. Ja, wir kommen dann auch schon zu meinem liebsten Stück hier drin, nämlich dem Lenkrad. Auch das, ja, richtig schön. Es könnte vielleicht ein bisschen stärker sein für meinen Geschmack, aber auch hier finde ich es wieder schön, dass man die Perforierung durchgezogen hat und zwar an den Stellen durchgezogen hat, wo man sie auch wirklich braucht. Finde ich sehr gelungen. Wir haben dann hier unten auch wieder den Alfa-typischen Start- und Stopp-Knopf. Kennt man vielleicht auch aus den Ferrari-Modellen oder aus anderen Italienern, aber auch das finde ich richtig schön. Genauso wie die Pedals dann hier aus Metall, dass die wie gesagt aus Metall sind und nicht aus Plastik. Auch das gibt dem Fahrzeug dann nochmal die gewisse Wertigkeit. Ja, auch neu dann das volldigitale TFT-Display. Das hat 12,3 Zoll etwa. Auch das kann man sich schön individuell konfigurieren. Man kann es teilen, man kann sich alle Fahrzeugdaten einblenden lassen, die Assistenzsysteme. Auch die sind übrigens sehr umfangreich, aber ich würde sagen, die stelle ich euch dann bei einer kleinen Probefahrt mal vor. Aber eine Technologie, die möchte ich auf jeden Fall hier an dieser Stelle mal erwähnen, denn es gibt hier ein sogenanntes NFT. System, also eine NFT-Technologie und die sorgt dafür, dass wirklich alle Fahrzeugdaten hier in dem Fahrzeug gespeichert werden. Heißt, man hat nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelchen Kilometerstand zurückzudrehen oder die Fahrzeughistorie irgendwie zu verschleiern, denn alles wird im Fahrzeug gespeichert. Werkstätte, Fahrzeuginfos, wirklich alles und das kann dann auch jeder
auslesen, was natürlich dann auch so ein bisschen die Preisstabilität beim Verkauf vom Fahrzeug sichern wird. Ja, wenn wir da noch in die Tür schauen, sehen wir hier dann noch die Türverkleidung. Ja, da hätte man vielleicht noch mit ein bisschen mehr Leder arbeiten können, aber hier in der Mitte hat man dann auch noch mal eine kleine Kontrastnaht. Also auch das ist wirklich okay. Ja, mehr als okay ist dann auch der Rückspiegel, denn der ist wahnsinnig schön rahmenlos. Und da kann ich auch schon direkt einen kleinen Blick auf die Rückbank werfen. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir checken jetzt noch einmal die Rückbank aus, bevor ich euch dann mein kleines Fazit zauber. Auf der Rückbank angekommen muss ich sagen, dass ich überraschend viel Raum hier hinten habe. Ich bin zwar nur 1,70 Meter groß, aber für einen kompakten SUV finde ich den Raum hier wirklich sehr, sehr angebracht. Auch hier hinten gibt es dann wieder das perforierte Leder. Finde ich schön, dass man das auch hier hinten durchgezogen hat. Auch hier wieder mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Man kennt es von den Italienern. Und hier in der Mitte, was ich hinten am Kofferraum schon angedeutet habe, ist dann eben hier diese Durchreiche am mittleren Sitz für längere Gegenstände. Und dann gibt es hier in der Armauflage auch zusätzlich nochmal zwei Cupholder für die hinteren Beifahrer. Ja, hier vorne an der Mittelkonsole bzw. an der Rückseite der Mittelkonsole. Auch hier gibt es wieder zwei USB-C bzw. zwei USB-Slots, einmal als USB-A und als USB-C. Auch natürlich eine kleine Lüftung ist mit dabei. Die Fenster lassen sich elektrisch einstellen. Ja, alles da, was man sich so wünscht. Auch der Himmel schön dunkel gehalten, gefällt mir insgesamt wirklich richtig gut, der Tonale. Ich würde sagen, ich springe jetzt noch einmal vors Auto, um euch noch so ein paar Infos abschließend zu verraten. Ja, kommen wir zu meinen abschließenden Worten und ich muss sagen, gerade wegen der Elektrifizierung und dieser wunderschönen Kombination hier aus der Alfa Romeo typischen Sportlichkeit und dem elektrischen Antrieb bzw. Hybrid- oder Plug-in-Antrieb finde ich sehr, sehr gelungen und dass man dabei halt eben die typischen Gene noch behalten hat. Den Alfa Romeo Tonale, den kann man ab April 2022 bestellen, allerdings dann nur in einer Sonderedition erstmal und dann in der zweiten Jahreshälfte wird er dann eben ausgeliefert und auf den Markt rollen. Mich würde es riesig interessieren, wie euch dieser wunderschöne elektrifizierte Italiener gefällt. Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ein Abo und Like macht mich natürlich auch immer riesig happy. Wenn ihr noch mehr Infos zum neuen Tonale lesen sehen wollt, dann findet ihr das auf unserer Website www.derautotester.de. Gerne dürft ihr mich auch auf meiner Website ninacamaria.de besuchen oder auch auf allen Social Media Plattformen. Falls ihr übrigens jetzt tatsächlich Lust habt auf euren Traumitaliener, dann schaut unbedingt mal bei nulleasing.com vorbei. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, bei Alfa Romeo für die Möglichkeit, dieses wundervolle Fahrzeug euch vorstellen zu dürfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.